Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie noch ausgeharrt haben. So, jetzt füllt sich das. Alle Leute kommen rüber, denn wir wollen über die Bankenaufsicht sprechen. Klären Sie uns auf. Was genau macht die Bankenaufsicht? Wir sorgen dafür, dass die Banken stabil sind und dass die Bürgerinnen und Bürger mit gutem Gewissen ihr Geld zu den Banken bringen können. Das war in der Vergangenheit keineswegs immer der Fall. Solange es die Bankenaufsicht noch nicht gab, bestand immer das Risiko, dass eine Bank in Schieflage gerät, dass Einlagen verloren gingen, Banken gingen pleite. Und hat man irgendwann gesagt, naja, der Schutz der Einlagen der Bürger, das ist so ein wichtiges Gut. Deswegen muss der Staat drauf schauen, dass die Banken mit dem Geld solide umgehen, dass sie genug Kapital haben, dass sie genug Liquidität haben, damit Sie alle gut schlafen können im Hinblick auf das Geld, was auf der Bank liegt. Wie genau arbeitet die Bankenaufsicht? Wie ist sie organisiert? Also wir haben ja in Deutschland etwa 1700 Banken. Das heißt, da werden schon einige Leute nötig sein, um da genau hinzuschauen. Wir haben in Deutschland von der Bundesbank verteilt an neun Standorten etwa ungefähr die gleiche Zahl an Mitarbeitern, 1500, die sich um die Banken kümmern. Wir machen das zusammen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, mit der Europäischen Zentralbank. Und die Praxis sieht so aus, die Banken schicken uns alle drei Monate einen Bericht über ihren Stand. Wie sieht es aus mit dem Kapital? Wie sieht es mit der Liquidität aus? Wie sieht es mit der Geschäftsentwicklung aus? Wie sieht es mit dem Risikomanagement aus? Viele, viele Einzelkennziffern, die wir uns dann anschauen. Und dann können wir reagieren und sagen, hier ist was faul, hier müsst ihr was verbessern. Hier sieht etwas nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Und wenn es ganz schwierig wird, Herr Böger, ich sage es noch schnell, dann gehen wir auch selbst mit Teams in die Bank rein und halten uns dort wochenweise auf und schauen uns die Bücher im Einzelnen an. Und dort wird Ihnen der rote Teppich ausgerollt, Champagner und Kuchen angeboten, damit Sie möglichst positiv über die Zahlen schauen? In der Tat ist die Freude der Banken begrenzt, wenn wir eine sogenannte 44er-Prüfung, also eine Vor-Ort-Prüfung, ankündigen. Das ist für die Banken natürlich, kann es sehr unangenehm sein. Es ist auch mit viel Aufwand verbunden, weil sie müssen ja die Akten raussuchen und so weiter. Insgesamt kriegen wir von den Banken dann doch das Feedback, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich ja auch hier am Stand Bankenaufsicht präsentieren, dass die mit sehr viel Expertise zu Werk gehen, mit sehr viel Sorgfalt zu Werke gehen. Und wenn Sie dann drei Monate nach so einer Prüfung den Bankvorstand fragen, sagt er, naja, eigentlich hatten die ja recht. Ah, das ist ja das größte Kompliment, das Sie dann im Grunde bekommen können. Und Ihre Arbeit, wenn ich es so auf einen ganz einfachen Nenner bringen kann, hat das große Ziel, dass ich ruhig schlafen kann, weil ich weiß, dass mein Geld bei meiner Bank gut aufgehoben ist, oder? Kann ich das so sagen? Ja, genau. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Wir haben die Bankenaufsicht etwa seit 100 Jahren. Es gab ganz wenige Bankpleiten und gerade bei den kleinen und mittleren Banken praktisch überhaupt keine. Und wenn dann irgendwas mal schiefgegangen ist, dann gibt es noch einen großen Topf, wo zumindest die Einlagen für die Einlagen garantiert wird. Wir hatten aber eine, sagen wir es mal salopp, sportliche Herausforderungssituation 2008, 2009, Finanzwirtschaftskrise. Was wurde daraus gelernt? Welche Konsequenzen wurden daraus gezogen, damit die Banken zum Beispiel in der jetzigen Zeit, die wieder eine sportliche Herausforderung ist, besser dastehen? Ja, in der Tat war natürlich die Finanzkrise brachte die Finanzkrise für uns eine hohe Lernkurve mit sich. Und zwar nicht nur in Deutschland, auch in Europa, auch international. Man hat sich dann vereinbart, wir müssen globale Regeln für die Finanzaufsicht haben. Wir haben die europäischen Regeln verschärft und auch die nationalen. Und eine der Konsequenzen ist, dass die Banken heute etwa doppelt so viel Eigenkapital, also Puffer sozusagen, vorhalten wie im Jahr 2007, 2008. Aber es wurden auch viele andere Dinge professionalisiert, das Risikomanagement, die Liquiditätssteuerung. Es wurde den Banken auch Kennziffern vorgegeben, sie dürfen nicht mehr als so und so viel Prozent ihres Eigenkapitals überhaupt verleihen. Also insgesamt sind die Banken jetzt in einer wesentlich robusteren Situation als 2008.
Und diese Robustheit werden Sie womöglich in den nächsten 2 Jahren auch brauchen. Ja, es könnte sich in der Tat auszahlen, wenn man sich vorstellt, worauf wir gegebenenfalls zusegeln. Wie ist denn die aktuelle Lage, Herr Wörmeling, am Bankensektor? Also es ist natürlich, also es ist so, dass wir im Moment in den Bankbilanzen noch kaum Folgen von den Zuspitzungen der letzten Monate sehen. Insbesondere sehen wir bisher keine großen ausfallenden Kredite. Das kann sich aber noch ändern. Auch nicht durch Corona? In Corona hatten wir auch mit ausfallenden, mit mehr Kreditausfällen gerechnet, hat sich aber nicht realisiert. Der Staat hat natürlich vieles abgefedert und insgesamt hat auch eine schnelle Erholung wieder stattgefunden, sodass wir nach wie vor bei den sogenannten Non-Performing Loans, also bei den notleidenden Krediten, auf Tiefständen sind, wenn wir das im historischen Vergleich sehen. Jetzt haben wir eine hohe Inflation, über die wir täglich in den Nachrichten hören, sehen können. Die Medien berichten drüber. Wir haben die Zinswende, die wir intensiv angesprochen haben. Was bedeutet diese Situation? Also hohe Inflation und Zinswende für die Banken. Ja, in der Tat ist die Situation für die Banken in diesem Herbst so wie das Wetter heute hier. Es ist in der Tat die Veränderung der Zinsen, führt bei den Banken zunächst mal zu Verlusten, ist ein etwas schwieriger Mechanismus, aber so ist es. Das wird sich dann später wieder aufhellen. Dann ist es so, dass natürlich die Inflation zu Kreditausfällen und zu Schwierigkeiten bei der Darlehensrückzahlung führen kann, wenn jemand schlicht am Ende des Monats kein Geld mehr zur Verfügung hat, um seine Kredite zu bedienen. Das kann der private Verbraucher sein, das können aber auch Unternehmen sein. Und dann haben wir natürlich auch noch, das hatten Sie nicht erwähnt, wir haben natürlich auch ein starkes Abbremsen der Wirtschaftstätigkeit, sodass es also 3 Faktoren sind, die sich im nächsten Jahr durchaus belastend auswirken können. Und da schauen wir im Moment sehr genau hin, beobachten Frühindikatoren, sind sehr aufmerksam, sprechen mit den Banken, weil es ist keineswegs so, dass man da reingehen muss wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern man kann sehr viel proaktiv auch jetzt schon tun, damit es nicht so dicke kommt. Herr Wörmeling, wenn man sich das Wirtschaftswachstum der vergangenen Quartale anguckt, kann man eine Menge Sorgen bekommen, Sorgen falten. Es droht eine Rezession. Deswegen die Frage, welche Auswirkungen hat das auf Banken und wo werden da Schwachstellen sichtbar? Ja, in der Tat ist es natürlich so, wenn die Wirtschaftstätigkeit zurückgeht, wenn die Gewinne zurückgehen, wenn Umsatzausfälle da sind, wenn womöglich Arbeitslosigkeit auftritt, dann wirkt sich das sofort auf die Zahlungsfähigkeit der Wirtschaftssubjekte aus, ob das die privaten Haushalte sind oder die Unternehmen. Und da kann es eben dann doch zum ein oder anderen notleidenden Kredit kommen. Damit rechnen wir jedenfalls. Wir haben erste Anzeichen im letzten Monat auch schon gesehen, wo wir einen Anstieg der Konkursquote um 25% gesehen haben. Was sollten Banken da tun? Für Banken ist es vor allen Dingen wichtig, auf ihre Kunden genau zu schauen. Denn je früher man sich bewusst wird, dass irgendwo Probleme auftauchen, desto eher kann man gegensteuern. Oder andersrum gesagt, wenn man die Dinge laufen lässt, dann werden die Schäden am Ende umso größer. Und für die Banken kennen eigentlich ihre Kunden ganz gut. Aber was sie nicht wissen, ist, wie stark sie eigentlich verwundbar sind durch steigende Energiepreise, wie gut sie ihre gestiegenen Kosten weitergeben können. Und deswegen ist eine große Anstrengung von den Banken hier erforderlich, um die in ihren Bilanzen schlummernden Risiken schon frühzeitig zu erkennen. Herr Wörmeling, letzte Frage. Welche Schwerpunkte muss die Bankenaufsicht in Zukunft setzen? Also wir haben ja in der Vergangenheit vor allen Dingen auf die Finanzen der Banken geschaut. Das war unser Auftrag. Nur in der digitalen Welt haben wir auf einmal ganz neue Herausforderungen. Die Banken setzen künstliche Intelligenz ein. Die lagern ihre ganze IT in die Clouds. Sie haben Online-Banking, sie haben Cybersecurity. Das heißt, wir werden ein Stück weit auch eine Aufsicht
oder die Aufsicht über das Digitale in den Banken der Zukunft führen müssen. Darauf sind wir gar nicht vorbereitet, weder vom Personal noch von der Expertise. Und deswegen haben wir in der Bankenaufsicht der Bundesbank jetzt einen massiven Reformprozess angestoßen, damit wir für die Sicherheit der Bank, damit wir in Zukunft auch für die Sicherheit von digitalen Banken stehen können. Herr Würmeling, wir haben tolle Einblicke bekommen in die Bankenaufsicht, in die, gegebenenfalls auch in die Zukunft der Banken, Bankfilialen, des Bezahlens überhaupt. Herzlichen Dank für das Gespräch und für die Zeit dafür. Es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgeharrt haben und für Ihr Interesse. Schönen Abend noch.